In der heutigen Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, wie du deinem Hund beibringen kannst, dass er sein Kinn auf deine Hand ablegt und in dieser Position verharrt. So kannst du bequem Zecken entfernen, Augentropfen geben und vieles mehr. Erster Schritt, locken. So, ich nehme Keks in die Hand, habe mein Kinn hier und locke den Hund runter. Wenn es mit Leckerli gut klappt, mache ich die gleiche Bewegung, aber ohne Leckerli in der Hand und klicke, wenn der Hund den Kinn da drauf legt. Langsam! Vielleicht sollten wir wie bei den Hühnern so ein Schüsselchen. Jetzt brauchst du ja Monster. So. Also ich klicke mal dann, wenn der Kopf schwer wird. Und ich fütter in der Position, damit der Hund sagt, die Position ist gut. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, war noch fest, würde ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen und so dehne ich die Zeit nach und nach aus. Ziel ist, dass der Hund nachher 10 Sekunden sein Kinn da entspannt lässt. Wenn er es hochnimmt, passiert nichts, dann klicke ich an. So, für diesen Hund ist meine Hand hier runter tun im Grunde das Signal geworden, wo er sagt, dann nehme ich mein Kinn runter. Wenn ich das so lassen will, ist es gut, aber wenn ich ein Wort dafür haben möchte, dann würde ich das sagen, bevor ich die Hand runter mache. Kinn. Der Blick auf voller Sapper. Kinn. Lecker, gut. Thank you.
Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du kein neues Video und keine Schritt-für-Schritt-Anleitung mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und sag's auch weiter. Danke!